Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer, aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht, meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Es ist jetzt ein schneller Einstieg gewesen. Ich war auch ehrlich gesagt nicht darauf vorbereitet. Zum einen muss ich euch kurz sagen, dass ich jetzt die Sache mit dem Werwolf und der Höhle erstmal abgebrochen habe, weil ich den einfach nicht erledigt bekomme und mir auch keiner so richtig sagen konnte, wie man den erledigen kann. Was man mir allerdings sagen konnte, dass der tatsächlich getötet werden muss, damit man überhaupt in die Höhle reinkommt. Also das war dieser Eingang, wo ich mir schon gedacht hatte, wo wir rein müssten. Das heißt, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass wir zumindest den Charakter erstmal so ein bisschen leveln. Bin wieder in die Anfangsstadt zurückgegangen und wollte eigentlich jetzt hier, wo ich gerade hingereist bin, ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt gerade bin, wollte ich zur Anschlagtafel, habe dann diesen Typen hier gesehen, stand Händler drin. Ich denke, ja, gehst du nochmal kurz gucken, vielleicht was verkaufen oder so, kann man ja offline machen. Und auf einmal ging hier eine Videosequenz los. Also da war ich gar nicht drauf eingerichtet. Ich weiß nicht, was er jetzt noch aufgenommen hat, aber wir haben den Typen angesprochen und gesagt, schön, dich wiederzutreffen oder sowas. Und das ist wohl der gleiche Typ, den wir gerettet haben vor dem Greifenangriff. So. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Ich bin jetzt, wie gesagt, so ein bisschen überrascht, weil das jetzt alles gerade sehr schnell ging. Gegenstand ist unverkäuflich. Achso, rot heißt dann unverkäuflich, okay. Gut, wie war das jetzt? Halten Vergleich. Wir haben jetzt aktuell mittlere Rüstung an, die schlechter ist, wenn ich das richtig sehe. Die leichte Rüstung wäre jetzt besser. Wobei da ganz andere Sachen drin sind. Das ist wieder so ein, Durchbohrungsschaden ist mehr, Zerschmetternresistenz ist mehr, Aufschlitzenresistenz ist mehr. Der hat Resistenz gegen Schaden durch Monster mehr. Das wäre für mich natürlich besser eigentlich. Wahrscheinlich wegen der mittleren Rüstung oder so. Was ist denn mit den Sachen, die ich bei ihm kaufen kann? Die wären... Ah, das ist diese thermärische Rüstung. Da habe ich am Rande was von gehört. Die Resistenz gegen Schaden durch Monster ist allerdings wesentlich schlechter als bei mir. Das ist nicht so gut. Und es ist eine mittlere Rüstung, was mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, davon abhält. Und die ist wahnsinnig teuer, sehe ich jetzt gerade. Oh, mein lieber Scholli. Das wäre allerdings... Gut, ist beides leicht. Farblich hätte ich jetzt gesagt, ist die schlechter. Aber die hat einige Sachen mehr. Also würde ich jetzt mal sagen, dass wir die Handschuhe auf jeden Fall kaufen, auch wenn die sauteuer sind. Die kaufen wir. Wir gucken erstmal eben... die wäre... Gut, Verbrennenresistenz... Ist ein leichter Unterschied, Stufe 1, Stufe 3. Das heißt, die möchte ich aber nicht handeln. Ich würde gerne die ausziehen, die ich jetzt gerade habe. Kann man das nicht direkt hier drüber? Das ist ja doof, Moment. Dann. Pass auf dich auf. Dann gehen wir mal eben ins Inventar. Moment. So. Ja gut, streng genommen wollen wir die ja jetzt anziehen. Das heißt, wir haben dann... Nee, das ist Stufe 3. Hä, wo ist denn jetzt die Stufe 1, die ich mir eben angeguckt habe? Okay. Grüß dich. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Die mich jetzt eben Schlampe genannt oder was? Hallo? Ja, das ist die Stufe 3. Ach so, das ist die Stufe 1. Genau, die können wir dann verkaufen. So, das soll natürlich jetzt kein Verkaufsvideo werden. Ich weiß jetzt nicht, was hiermit ist. Igni, Glyphe, Verbesserung. Ja, sollten wir mal behalten. Ich habe keine Ahnung.
Die macht besseren Schaden, aber die andere hat Rüstungsdurchbohrung. 19% mehr, aber auch wieder ohne Rüstungsdurchbohrung. Stufe 2, Stufe 1. Das heißt, die verkaufen mal. Stufe 5, Stufe 3, plus 23, plus 41. Das können wir dann auf jeden Fall auch verkaufen. So, Gilddorfer Waffe. Wie wichtig ist die Rüstungsdurchbohrung? Das ist jetzt so eine Sache, weil ich ja in erster Linie gegen Monster kämpfe und keine Ahnung habe, worauf ich da jetzt achten muss. Das hier scheint mir wesentlich besser zu sein. Schwert eines Kriegers der wilden Jagd. Beides Stahlwaffen. Das heißt, der hat plus 7, Stufe 3. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall mal verkaufen. Und das denke ich mal auch, das sieht jetzt irgendwie so billig aus. Okay, Frage ist jetzt noch, was nehmen wir da? Also elementare Resistenz geht ein bisschen zurück, aber der Rest ist eigentlich besser, obwohl es eine mittlere Rüstung ist. Seltsamerweise. würde ich dann sagen. Boah, es ist so teuer. Okay. Da geht auch elementare Resistenz zurück, aber der Rest ist besser. Ich habe auch noch eine Stufe 1 Hose an. Oh Gott. Sehe ich ja jetzt erst. So, da bin ich mir halt nicht so sicher. Resistenz gegen Monster ist natürlich schon was, was ich gut gebrauchen kann. Aber ich denke, dass die gar nicht so schlecht ist, wenn wir die zusätzlich noch kaufen würden. Wie nicht genug Münzen. Die kostet 400. Ach du Scheiße, okay. Okay. Was können wir denn eventuell noch verkaufen? Ja, die Sachen, die ich anhabe im Endeffekt. Na, Moment, da muss ich nochmal rausgehen. Ja, bis dann. Pass auf dich auf. So, es wird doch irgendwie ein Verkaufsvideo heute. Das mache ich aber sonst nicht mehr. Das ist jetzt nur, weil ich euch jetzt gerade so schnell hin. Wieso bin ich jetzt bei Charakter reingegangen? So schnell hinzugefügt habe. Also mit dem Aufnehmen. So, dann schau. Boah, bleib doch mal in der Rüstung drin. So, dann schauen wir jetzt hier mal eben. Die wollen wir tauschen. Das ist sowieso Stufe 1, was wir anhaben. Deswegen. So, die können wir. Die sind noch mal besser als die, die wir anhaben. Bis auf Elementarresistenz. Dann ziehen wir die doch an, obwohl wir die doch eben gekauft haben, oder nicht? Ausgerüstet. Nee, Moment, die haben wir gekauft. Ah, okay. Nee, dann ziehen wir die natürlich an. Okay. Oberkörper, habe ich das schon angezogen? Jetzt muss ich doch mal eben gucken. Eher. Ah nee, Oberkörper war das, was wir kaufen wollten, ne? Grüß dich. So. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. So, jetzt aber. Das heißt, dass wir. Da ist das mit dem Elementaren und da ist alles schlechter. Das heißt, die verkaufen wir. Wie viel brauchen wir denn genau fürs Oberteil? 4,85. Leck mich fett, ehrlich. Die ist auf jeden Fall schlechter. Dann verkaufen wir die auch. Aber wir kommen immer nicht, noch nicht auf 4,85. Da können wir nichts von verkaufen. Das ist. Bin ja schon froh, wenn ich die Sachen mal gesammelt habe, ehrlich gesagt. Ach so, ich wollte mein Schwert ja noch tauschen. Mist. Da geht nur der kritische Schaden hoch. Das ist aber auch die Stahlwaffe. Also würde ich die dann nehmen. Das heißt, die kann ich verkaufen. Die kostet 3. Ist das euer Ernst, dass ich dadurch nur 3 bekomme? Da ist sogar noch die Sekundärwaffe besser. Das ist doch nicht euer Ernst. Oder ich muss so eine Glyphe verkaufen. Sonst komme ich ja nicht da. Oder das Oberteil halt eben noch.
Weil das nächste ist natürlich wesentlich besser. Die sind auch schon wesentlich besser als das, was ich jetzt ausgerüstet habe im Endeffekt. So, und das ist aber wesentlich besser. Also die könnten wir nochmal für 10 auf jeden Fall verkaufen. Kommen wir immer noch nicht ran, oder? Das waren 85, genau. Die Resistenz ist halt etwas schlechter. Etwas ist gut. Ich will die Verbesserungen für die Zeichen, die werden wir doch bestimmt irgendwann brauchen. Da habe ich 3 von. Runenstein wird in einer freien Fassung des Schwertes. Zeichenintensität und Rüstungsdurchbohrung. Nehmen wir mal eine. Dann haben wir ja genug. Das ist echt fies. Und sind dann wieder pleite. Oh je, oh je, oh je. Okay. Was hat er denn hier noch? Alchemistisches Rezept. Du kannst mich mal. Also, der hat auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die wir gar nicht so schlecht gebrauchen können. In Satteltaschen lassen sich Objekte verstauen. Und der bietet anscheinend jetzt auch die Sachen an, die wir hier verkauft haben. Ja. Pass auf dich auf. So. Inventar. Dann, das Schwert. Wollten wir ja tauschen, die Steilwaffe, genau. Dann, das können wir auf jeden Fall. Ach, das hätten wir dann verkaufen können. Okay, dann. Resistenz gegen Schaden durch Monster geht runter. Das ist natürlich nicht so gut. Ich weiß halt nicht, was besser ist, ne? Das ist das Problem. Ich ziehe jetzt erstmal das an und probiere es einfach mal aus. Ich habe keine Ahnung. So. So, dann werde ich jetzt hier vorne, wo ich eigentlich hin wollte, da ist auch schon markiert, das werde ich gleich mal annehmen und da werde ich mal schauen, was hier so in der Umgebung ist. Ich denke mal, ich werde dann zur Sägemühle laufen. Wir können das natürlich auch mal eben machen. Das dauert ja nicht lange, bis ich da zu dem Anschlagbrett laufe. Hoffe ich zumindest. Was ist ein Hexer, der auf der Jagd geschnappt wird? Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Kaiser Emir trinkt, dann fällt er ins Bett und stößt sich ganz doll. Ach, das war dieser komische Junge wieder. Also. Okay, wir gehen jetzt erstmal zur Sägemühle und gucken mal, was es da mit dem nicht erkundeten Ort auf sich hat. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Ich hätte mir den vielleicht markieren sollen, in welche Richtung der überhaupt ist. Da. So. Na komm, mach. So. Natürlich sind wieder Monster in der Nähe. Wie lange soll ich noch warten? Ja, komm, ey. Ich habe dich gar nicht gesehen. Okay. Gefahr gebannt, die Bevölkerung ist zurückgekehrt. Und dann schreien sie alle: Mord, Hilfe! Gnade. Sind die dumm? Mögen die Götter dein Werk segnen. Geralt, danke für alles. Ja, kein Thema. Ich weiß zwar nicht, warum ihr gerade die ganze Zeit Mord schreit, Woher kommst aber. du? Kein Thema. Oh, was ist das? Gnade. Was ist das? Hallo. Hallo, du sollst das benutzen. Gegenstände wurden aufgewertet. Cool. Guten Tag. Haben wir hier irgendwo eine Wache? Nein, haben wir nicht. Ihr dürft mich gerne dafür bezahlen, was ich hier mache.
Am besten mit euren Stahlbahnen und den ganzen Kram. Ich nehme ja einfach das, was ich brauche. So. Sind zwar alles arme Bauern, die hier vertrieben worden sind und alles, aber ich nehme einfach mal alles, was ich brauche. Ist ja nicht so wichtig. Gut. Achso, dann sind das die Leichen hier gewesen. Ah. Woher kommst du? Ich komme aus dem Nirgendwo. Lass mich mal schauen, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Nur noch beten und hoffen, dass uns das Böse verschont. Wieso? Weil ich sage, ich komme aus dem Nirgendwo? Niemand hat meine Puppe geklaut. Oh, da sind wieder diese bösen Viecher. Habe ich mir jetzt erschrocken. Ich habe nur gesehen, dass da was leuchtet. Okay. Woher kommst du? Es wäre übrigens cool, wenn ihr mir mal erklären würdet, wenn ihr euch damit auskennt, wie man diese Bienen da, wow, steht der da hinten in Unterhose? Die sind wie die von meiner Katze. Junge, warum? Es sieht zumindest aus wie eine Unterhose. Ich frag besser gar nicht nach. Also wenn das irgendjemand weiß, wie man hier diese komischen Bienenkörper oder was das ist, ja, leer machen kann, weil ich denke, dass ich da nichts raushole, wenn ich da rangehe, weil ich werde direkt von den Bienen angegriffen. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht kann man da irgendwas mit Verwirrung oder sowas einsetzen. So ein Ding. Telekinetische Druck. Gedankenbeeinflussung vielleicht? Ich weiß es nicht. Nee, kann ich nicht. Und ich war auch wieder zu nah dran. Na gut. Gut. Ja, ich schätze, ich habe jetzt hier irgendwie gerade unbewusst etwas erledigt, was ziemlich gut für mich war. Ach, das ist die Kräuterkundlerin. Hier kannst du Alchemie-Zutaten erwerben. Das ist immer gut. Die Frage ist, ja gut, ich will ja jetzt nichts verkaufen, ne? Wenn ich jetzt hier hochgehe, haben wir auch noch Sachen. Unentdeckte Artefakte oder Schätze. Ja, mal schauen. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal dahin auf. Und dann schalte ich euch gleich hinzu, wenn ich dort angekommen bin. Wenn ich denn hier einen Ausgang aus dem Dorf rausfinde. Bis gleich. Stirb! Oh, da ist ein Banditennest, so wie es aussieht. Zeit zu sterben. Reißt ihm die Eier ab! Haltet die Schnauze! Genau, haltet die Schnauze. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Das ist ja auch noch ein Wolf. Dein. Oh, wow. Das habe ich jetzt so noch nie gesehen. Sah aber ziemlich cool aus. Da kommen die Wölfe her. Okay. Hier scheint man einiges mitnehmen zu können. Was mit dir? Kann ich nichts machen, ne? Okay. Ja, ich würde sagen, wir haben das nächste Fragezeichen erledigt, ne? Ja, cool. Das macht mir allerdings ein bisschen Sorgen hier, weil ich denke, dass da wieder diese Sumpfdinger kommen. Andererseits muss ich dazu sagen, wir haben ja bisher recht gut gelevelt. Und Plötze? Du bist das, ne? Oh. Da ist noch was ich fast vergessen hätte. Beziehungsweise übersehen hätte. Wir haben ja bisher eigentlich ganz gut gelevelt und dementsprechend denke ich mal, hoffe ich mal, dass das nicht so das Problem wird. Das ist ein Schatz, oder? Wie komme ich da ran? Totes Pferd. Okay, ich komme so ran. Von mir aus. Gut. Ja, das ist irgendwie ganz cool, die Sachen hier einzusammeln. Weil ich schätze mal, dass ich dadurch natürlich auch wieder ein bisschen Geld bekomme, ne? Dann würde ich sagen, können wir da mal entlang gehen? Da oben haben wir jetzt nichts Neues. Ja gut, das wird wahrscheinlich irgendwas im Wasser sein, dass da ein Schatz ist oder so. Im Westen nichts Neues. Oder wie war das nochmal? Gut, Plätze. Dreh dich mal. Und lauf mal da durch. Ich weiß, da sind irgendwo... Oh. Das sind keine Wölfe. Ich würde aber gerne freies Sichtfeld haben. Und hier links ist eine Quest, die wir annehmen können, sehe ich gerade. Also nehme ich zumindest an. Los, los.
Ist der das? Ja, ne? Hola, Meister Hexer. Hola. Was ist passiert? Monster. Monster aus dem Sumpf. Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen. Aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Okay. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Ja, kostbare Fracht. Wo haben wir denn die kostbare Fracht? Die müssen wir erstmal... Hä, wieso zeigt er jetzt da drauf? Moment. Ja, die will ich verfolgen, genau. Nein, er hat es nicht angenommen. Ich finde es immer wunderbar, wie das funktioniert, dass man da drauf drückt. Also, Hexeraufträge dürfte das dann... Nee. Betrunkene... Oh Gott, das sind... Das sind hier alle, oder was? Das Ding aus dem Sumpf, mysteriöse Spuren. Oje, oje, oje. Moment, ich guck mal nach Nebenquests. Vielleicht ist... Ah, hier, kostbare Fracht. Die wollte ich die ganze Zeit verfolgen. Um herauszufinden, wo der Wagen von der Straße abgekommen ist. Okay, also das ist aber das hier. Okay. Plötzlich, dann lasse ich dich mal bei dem Mann. Pass gut auf den Kerl auf. Also hier... Ich glaube, daran erinnere ich mich. Sie führen in den Sumpf. Ja, ich glaube, das war eine der ersten Quests, die ich mal gemacht habe. Ich habe damals noch wahnsinnige Panik davor gehabt, wenn mich irgendwas... Achso, das ist wieder sowas. Wenn mich irgendwas angegriffen hat, das weiß ich auch noch. Das ist auch nicht gerade das beste Gebiet hier. Da ist er. Okay. Da ist der Wagen. Oh. Ich wollte aber nicht dagegen. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Interessant. Mhm. Ich sollte mich umsehen. Mit Pfeilen, so? Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Ja. Ein Pfeil. Den hat er nicht erwähnt. Okay, da hinten ist noch was. Da läuft einer rum, der sich gerade unsichtbar gemacht hat. Da ist er wieder. Da muss ich was untersuchen. Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. Okay. Achso, das sind die Viecher. Ja, die Frage ist jetzt, das habe ich alles untersucht. Da hinten ist noch was. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. Gib dem Kaufmann das Kästchen zurück. Okay. Werden wir machen. Wir werden natürlich auch die Sachen hier mal eben einsammeln. Und laufen dann auch ein bisschen in die falsche Richtung, weil ich die Sachen gerade einsammle. Das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. So. Genau, da ist der Karren abgekommen. Das können wir auch direkt nochmal mitnehmen. So, ich weiß immer noch nicht, sind das jetzt die Bösewichte hier oder patrouillieren die nur?
Ich glaube, die patrouillieren nur, okay. Da ist er doch. Es war doch Plötze. Und ich laufe hier dran vorbei. Ich bin wieder da. Oh, und? Hast du die Schachtel? Ja, ich habe dich durchschaut. Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht. Mit einem Pfeil im Hals. In diesem Sumpf gibt es keine Dryaden. Und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Mhm. Hinter mir ist nichts. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört. Wie ich dein Herz höre, das klopft. Wie das eines Lügners. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst. So, Moment. Wo ist mein Pferd? Da. Plötze, lauf! Lauf, mein Freund, lauf! Ich sehe nicht mehr. Gebt mir doch mal aus dem Weg hier. Ach, da ist er. Was mache ich denn? Schlag den Kaufmann vom Pferd, okay. Direkt neben den Wespen. Super. Ich muss ihn hier wegbringen. Oder Bienen. Wach auf. Vor der Wahrheit kannst du nicht davonlaufen. Nicht mal davon reiten. Also, wer bist du? Und warum hast du den Wagen angegriffen? Obergefreiter Hans Germer. 6. Temerische Division, 2. Regiment. Entlassen. Aber noch aktiv. Im Untergrund. In den Wäldern. Das war ein Medikamententransport. Ich will verdammt sein, wenn er die Schwarzen erreicht. Das Medikament, unsere Jungs können das auch gebrauchen. Wir haben viele Kranke. Jetzt lass mich gehen. Dann überleben sie vielleicht und können für einen freien Norden kämpfen. Du kannst gehen, aber das Medikament behalte ich. Gut, geh. Ich bring dich zu den Nilfgaardern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. ich weiß ja gar nicht, wer jetzt hier der Gute und wer jetzt hier der Böse ist. Und wenn er die Schwarzen erreicht. Die Schwarzen sind doch eigentlich die Bösen, oder nicht? So wie ich das verstanden habe. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe wieder alles vergessen irgendwie. Bitte, geh. Du und deine Kameraden, die sich in den Büschen verstecken. Hoffentlich seid ihr gegen Nilfgaard siegreich. Du hast einen üblen Humor, aber du bist anständig. Hier, das versprochene Gold. Verwende es klug. Trink auf die silbernen Lilien und auf Volltests Andenken. Danke, Plötze, dass du mir hier gerade voll ins Bild reingesprungen bist. Nochmal vielen Dank. Ja, ist aber geil, dass ich den immer noch als Kaufmann ansprechen kann. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war, aber ich denke, ich habe es richtig verstanden. Also die Schwarzen, das sind doch die, die so rumgepöbelt haben da ganz am Anfang in der Taverne, wenn ich mich richtig erinnere. Und die unbedingt wollten, dass die weißen Lilien oder sowas abgenommen werden. Nochmal vielen Dank. Temerien vergeht nicht. Solange wir leben. Okay, anscheinend kann ich nicht mit ihm, also reden im Sinne vom Handeln. Ja, ich weiß nicht genau, aber ich hoffe mal, dass ich das Richtige gemacht habe. Irgendwie ist der jetzt so blöd hier drin. Danke, Kaufmann. Wegen dir sieht man nichts mehr. ich denke, ich werde... Ja, wir haben nicht so viel gelevelt. Ich denke, ich werde erstmal die nächsten Folgen so ein bisschen... die Gegend erkunden, nach Möglichkeit dann auch natürlich Quests machen, weil ich hoffe mal, dass ich da ein bisschen mehr Geld bekomme und auch mehr Erfahrungspunkte, als wenn ich nur die einfachen, ja, Gebiete hier abklappere. Wobei ich mich... Wobei ich mich, glaube ich, auch daran erinnere, dass unter diesen Fragezeichen auch diese Orte der Macht noch zu finden sind, die mich natürlich dann auch wieder ein bisschen stärker machen. Ja, ich...
werde mal schauen. Also ich hoffe, dass ich... ach so, mein Bestarium, da wollte ich noch mal kurz reingucken. Das war hier, ne? Wölfe ist aber kein Werwolf. Hybriden. Da haben wir alles noch nichts. Kann das sein? Das kann ich doch öffnen. Relikte. Bevor ich nämlich jetzt gleich rausgehe. Hunde der wilden Jagd. Greifen, Harpien. Was? Relikte. Haben wir keine. Nur die verfluchten Wesen. Das sind die Wüfern. Also, ich habe hier nichts drin bezüglich des Werwolfs. Das ist natürlich blöd, weil ich schon gerne was hätte, was mir im Kampf helfen würde. Ich weiß nicht, ob da ein spezieller Angriff oder sowas vielleicht extrem wirkungsvoll ist. Ein spezielles Öl oder keine Ahnung. Besuche Triss in ihrem Haus. Scheiterhaufen. Ach so, war das die Sache? Mit der einen? Ja, die mich eingeladen hat, glaube ich, ne? Genau, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte wegen den Nebenquests gucken, aber ist nicht schlimm. Gut, also, wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall schauen, dass wir noch ein bisschen leveln können. Ich meine, es ist ja auch irgendwie ganz interessant, da auch diese Nebensachen, diese Nebenquests zu machen. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass die mir auch Spaß gemacht haben. Klar, die Hauptquest ist natürlich immer was Besonderes. Aber es bringt einen natürlich nichts, wenn man nicht weiterkommt. Und so wie ich es verstanden habe, muss man wohl diesen Werwolf tatsächlich töten, damit man letztendlich die Höhle auch betreten kann. Also ich kann da jetzt nicht rumrennen und dann einfach da reinspringen oder laufen oder so. Das funktioniert anscheinend nicht. Also habe ich mir zumindest sagen lassen. Ja, finde ich ein bisschen blöd gemacht, weil ich würde gerne mit der Story weitermachen. Aber gut, kann man nichts dran ändern. Müssen wir halt erstmal die anderen Sachen noch nebenbei spielen. Ich würde mal sagen, dass ich so bis Level 8 mich nochmal hochlevel. Dann probiere ich es vielleicht nochmal. Und wenn das immer noch nicht klappt, dann müssen wir halt noch ein bisschen weiter leveln. Okay, wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.